Pyramiden sind faszinierende Bauwerke. Sie stehen auf einer quadratischen Basis und haben vier Seiten in Form eines Dreiecks, die sich um den Himmel hin verjüngen. An der Spitze treffen alle Seiten aufeinander und ergeben eine perfekte geometrische Struktur. Als die ältesten Pyramiden auf der Welt galten bisher die Pyramiden von Gizeh in Ägypten. Doch vor kurzem sind bis zu 20.000 Jahre alte Pyramiden in den Gewässern von den Azoreninseln aufgetaucht. Pyramidenbau weltweit. Die Pyramide ist ein Sakral- oder Monumentbau, der auf der ganzen Erde zu finden ist. Bis heute können sich Forscher nicht erklären, warum Menschen vor vielen tausend Jahren so viel Kraft investierten, um ausgerechnet Pyramiden zu errichten. Welche Symbolik verbirgt sich hinter den Bauwerken? Und vor allem, dienten sie einem bestimmten Zweck? All diese Fragen bleiben bis heute unbeantwortet. Wir Menschen können nur staunen, wie unsere Vorfahren mit primitivsten technischen Mitteln dazu in der Lage waren, Monumente von genauester Statik und exakten Abmessungen zu errichten. Wir stellen dir in diesem Video 10 dieser weltweiten Bauwunder vor. Darunter auch die bereits erwähnten Unterwasserpyramiden im Atlantik. Monte d'Accordi, Sardinien. Der Monte d'Accordi ist ein Megalithbau, der in der Zeit zwischen 4000 und 3650 vor Christus entstanden ist. Unter Megalithbauten verstehen Archäologen steil aufragende und imposante Steinbauwerke. Der Erbauer war sehr wahrscheinlich das Volk der Osiere, eine prähistorische Gemeinschaft, die noch etwas vor den bekannten Nuragen auf Sardinien lebte. Der Bau wurde schon um 3000 vor Christus durch einen Brand schwer zerstört, nur die Fundamente sind erhalten geblieben. Auf der ganzen Insel verteilen sich rund 200 ähnliche Fundstellen, die in ihrer Überzahl jedoch den Nuragen zugeschrieben werden. Dieses Volk schichtete unglaubliche Mengen ganz normaler Steine zu Wellen und gebäudeähnlichen Strukturen auf. Da die Pyramide von der Vorläuferkultur errichtet worden war, schien das Volk der Osiere noch über bessere architektonische Fähigkeiten verfügt zu haben als die Nuragen. Da können wir heute nur staunen, denn den damaligen Menschen hat wahrscheinlich nicht einmal ein gerader Zollstock zur Verfügung gestanden. Wie waren sie also in der Lage, eine geometrisch perfekte Pyramide zu bauen? Und welchen Zwecken dienten sie? Forscher konnten bei diesem auf dem Gebiet des heutigen Italien einmaligen Bauwerk herausfinden, dass Menschen um 3000 vor Christus die durch den Brand verloren gegangenen Etagen noch einmal rekonstruierten. Vermutlich erreichte das Bauwerk dann eine Höhe von 10 Metern. Damit ist die Pyramide Monte d'Accordi der älteste Pyramidenbau im westlichen Europa. Pyramide von Hellenikon, Griechenland. In der Ebene von Argolis befindet sich eine mysteriöse Pyramide. Die Bauart und der Stil sind für die frühe Kultur Griechenlands eher selten. Dennoch kannten auch die Menschen in dieser Gegend der Welt die Pyramidenform und nutzten sie für ein besonderes Bauwerk. Die auch als griechische Pyramide bezeichnete Ruine soll einst 10 Meter hoch gewesen sein. Heute sind leider nur noch die unteren Teile zu sehen. Archäologen konnten trotz akribischer Forschung bisher nicht sicher herausbekommen, wozu dieser Bau einst diente. Spuren von Getreide und ein antikes Bildnis weisen auf die Nutzung als Kornspeicher sowie als militärischer Aussichtsturm hin. Doch die Ursprünge des Baus könnten viel älter sein. Der griechische Schriftsteller Pausanias erwähnt in einem Reisebericht in der Gegend von Argolis ein Polyandrium, das als Massengrab gedient hätte. Eine andere Quelle geht davon aus, dass das Bauwerk zu Ehren der Toten einer historischen Schlacht um 1669 vor Christus errichtet worden sei. Nubische Pyramiden. Im heutigen Sudan stehen einige der faszinierendsten und am besten erhaltenen Pyramiden der Welt. Erbaut wurden sie von Angehörigen des Königreichs Kusch, das unter dem Volk der Nubier eine bedeutende Rolle spielte. Die Region schloss im Süden direkt an das Königs- und Pharaonenreich Ägypten an und es gab viele Kontakte zwischen den Völkern. Als der nubische König Piye Teile Ägyptens besetzte, kam er vermutlich mit der Baukunst und den opulenten Bestattungskulturen in Kontakt. Obwohl bis heute schwer umstritten ist, ob oder dass Ägyptens Pyramiden als Gräber dienten, schienen die Könige von Kusch davon überzeugt gewesen zu sein. Folglich guckten sie sich den opulenten Stil ab und errichteten rund 255 auffallend steil und spitz zulaufende Pyramiden, die als Grabstätten für hohe Beamte, Könige und Königinnen gedient haben. Die Entstehungszeit wird auf ca. 700 vor Christus bis 300 nach Christus datiert. Damit sind sie einige tausend Jahre jünger als die großen ägyptischen Vorbilder von Gizeh. Unterwasserpyramiden Azoren. Im 5. Jahrhundert vor Christus verfasste der griechische Gelehrte Platon eine Schrift über den sagenhaften Kontinent Atlantis.
der soll sich hinter einer Meerenge, die heute als Gibraltar definiert wird, in einem großen Meer befunden haben. Durch ein Unglück ging dieser gigantische und mit großem Reichtum gesegnete Kontinent in den Fluten des Meeres unter. Damit war die Legende von Atlantis geboren. Und die hält bis heute Archäologen, Historiker und Mystery-Fans gleichermaßen in Atem. Bisher gibt es keinen einzigen Beweis, dass Atlantis tatsächlich existiert haben könnte. Es gibt allerdings einige spannende Funde, sowohl in der Karibik als auch vor den Azoren. Die zu Portugal zählenden Inseln könnten der östliche Ausläufer des atlantischen Kontinents gewesen sein. Umso gespannter horchte die Welt auf, als ein Taucher 2013 eine Pyramide in den Gewässern vor der Azoreninsel São Miguel gefunden haben will. Ein vermögender Yachtbesitzer bekam zunächst verstörende Signale seiner Echolotortung. Auf dem Meeresboden zeichnete sich eine Pyramidenstruktur ab. Sofort meldete der Mann namens Silva seine Entdeckung. Tatsächlich konnte ein Fundament von etwa 8000 Quadratmetern gefunden werden. Der Bau liegt heute 13 Meter unter Wasser. Geologen und Meeresforscher sind sich jedoch nicht sicher, ob es sich bei der Struktur tatsächlich um ein menschliches Bauwerk oder um die Reste eines erloschenen Vulkans handelt. Dieser Bereich der Azoren versank vor etwa 20.000 Jahren im Meer. Der bereits genannte Segler und Entdecker fand derweil noch zwei weitere kleine Pyramiden. Ob diese tatsächlich zum sagenumwobenen Atlantis gehören, bleibt jedoch ein Geheimnis. La Quemada Votivpyramide Mexiko. La Quemada ist ein Teil einer ganzen Anlage mit gigantischen Steinbauten, die vermutlich zum Volk der Azteken gehörte und von diesem errichtet wurde. Die ganze Anlage zeigt Bauten in verschiedenen geometrischen Strukturen. Eine Säulenhalle und weitere sakrale Bauten weisen auf eine rein religiöse Nutzung der Anlage hin. Die einzigartige ovalspitze Bauweise wird in Fachkreisen als Votivpyramide bezeichnet. Allerdings fanden die Forscher auch weniger ansprechende Zeugnisse der längst vergangenen Kultur. Die Reste von dort gefundenen menschlichen Knochen wiesen wiederum Spuren von Kannibalismus auf. Wahrscheinlich wurden auch an diesen Orten grausame Menschenopfer zelebriert und Feinde in rituellen Zeremonien gegessen. Pyramide von Cholula, Mexiko. Die Pyramide von Cholula ist ein weltberühmtes, in Stufen angelegtes Bauwerk, das sich ebenfalls in Mexiko befindet. Mit rund 55 Metern Seitenfläche und 400 Metern Höhe ist sie deutlich größer als die Pyramide von La Quemada. Bei diesem Bauwerk ist überliefert, dass es als Tempel und zur Verehrung des Gottes Quetzalcoatl verwendet wurde. Durch ihre gigantischen Ausmaße ist die Pyramide von Cholula dem Volumen nach die größte bekannte Pyramide der Welt. Dennoch erreicht sie nicht ganz die Höhe der Pyramide von Gizeh. Cholula ist wie fast alle mesoamerikanischen Pyramiden stufenförmig angelegt und besitzt eine Treppe, die nach oben führt. Monks Mount Erdpyramide, USA. Die größte Pyramide Nordamerikas steht auf dem Areal des ehemaligen Cahokia. Heute kennen wir dieses Gebiet als den US-Bundesstaat Illinois. Um 1100 nach Christus erbaute ein indigenes Volk an dieser Stelle eine der größten Erdpyramiden dieser Welt. Monks Mount, zu Deutsch Mönchshügel, ist heute ein Teil der Ruinenstadt Cahokia in der Nähe der Stadt St. Louis. Der monumentale Bau ist das Zentrum einer Ansammlung von rund 60 kleineren, zwischen 10 und 12 Meter hohen Erdhügeln. Monks Mount selbst erhebt sich über vier Terrassen in einer Höhe von 30 Metern. An der Basis ist der riesige Erdwall 220 Meter lang und 170 Meter breit. Monks Mount fasst etwa 700.000 Kubikmeter Erde. Da der Bau durch Erosion schon zu einem gewissen Teil abgetragen wurde, ist seine ursprüngliche Höhe ungewiss. Sicher ist aber, dass er von den Menschen der Mississippi-Kultur als ritueller Ort und Tempel genutzt wurde. Tucum-Pyramiden, Peru. Tucum ist eine prähistorische Stätte in Peru, südlich des Flusses La Lech in einer Ebene des Berg La Raya. Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 220 Hektar und umfasst 26 größere Pyramiden und 260 kleinere, die vermutlich als Grabhügel dienten. Tucum wird heute der Lambayeque-Kultur zugeschrieben. Errichtet wurden die Pyramiden in der Zeit von 1000 bis 1350 nach Christus. Die größte Pyramide mit dem Namen Huacalaga ist mit einem Grundriss von 700 x 280 Metern ebenfalls eine der größten Pyramiden der Welt. Koh Kher Prang-Pyramide, Kambodscha. Koh Kher ist eine abgelegene, fantastische alte Tempelanlage des Khmer-Reichs. Im Norden Kambodschas schlummerten Tempel, Prachtbauten und eine siebenstöckige und 36 Meter hohe Pyramide Jahrhunderte im Dschungel, bis sie von französischen Archäologen im vergangenen Jahrhundert entdeckt wurden.
Die als Prang bezeichnete Pyramide ist das markanteste Monument der Anlage. Erbaut wurde sie wahrscheinlich vom Khmer-König Jayavarman IV., der von 928 bis 941 nach Christus regierte. Ursprünglich stand auf der obersten Plattform ein riesiger, mehr als 4 Meter hoher Lingam, ein Symbol der männlichen Pracht und Würde. Alten Schriften zufolge soll der Lingam der größte und schönste hinduistisch-asiatische Kultur gewesen sein. Suku-Pyramide. Kandi Suku aus dem 15. Jahrhundert ist in der Fachwelt als erotischer Tempel bekannt. An den Hängen des Berges erbaut, stellt die Anlage das kosmische Gleichgewicht der Kräfte dar. Am Eingang stehen ein großer Lingam und eine Yoni, die für männliche und weibliche Sexualkraft stehen. Hinter den kleineren Pyramiden steht eine dritte größere, die das Göttliche an sich darstellen soll. Damit sind wir am Ende dieser Reise zu 10 der spannendsten, schönsten und einzigartigsten Pyramiden dieser Erde. Sag uns, wie dir das Video gefallen hat und wie du über die Bauwerke denkst. Glaubst du, die Menschen hatten etwas ganz Besonderes im Sinn, als sie die Pyramiden errichteten, oder sind diese Bauwerke reiner Zufall? Wir freuen uns über deine Meinung und deine Beiträge zum Thema in den Kommentaren. Damit vielen Dank fürs Zuschauen, klick hier auf eins der Bildchen und schau dir ein weiteres spannendes Video an. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig es uns gern mit einem Daumen nach oben und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klick auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.